Herzlich willkommen zu LS Tipps, dem Videoformat, in dem ihr eure Fragen rund um Farbspritztechnik loswerden könnt. Heute wird es darum gehen, wie man überlappend arbeitet und somit eine gleichmäßige Oberfläche herstellt. Es ist wichtig, dass ihr nicht irgendwie den Spritzstrahl kreuz und quer führt, denn der Effekt wäre, dass ihr irgendwo mehr Materialauftrag habt als vielleicht an einer anderen Stelle und dadurch steht eine fleckige Wand. Um das zu vermeiden, solltet ihr gleichmäßig überlappend arbeiten. Das heißt, ihr setzt einen Strahl an die Wand, visiert für den zweiten Strahl auf die Kante des ersten Strahls und habt so eine 50-50% Überlappung. Das heißt, ihr spritzt mit dem zweiten Strahl zur Hälfte in den ersten Strahl rein und dann zur anderen Hälfte wird neu beschichtet. So führt ihr die Pistole parallel zum vorhergehenden Strahl, überlappt 50% und habt eine gleichmäßige Deckung und eine gleichmäßige Oberflächenstruktur, da an allen Stellen gleichmäßig viel Material aufgetragen wurde. Überlappend arbeiten gehört zum 1x1 der Spritztechnik. Wenn ihr noch mehr lernen wollt, schaut gerne bei einem Kurs in unserer RS Discounter Akademie vorbei. Vielleicht bis bald.